Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play No Man's Sky. Ja, es geht wieder weiter hier auf dieser kleinen Trabantenknolle. Ich nenne das Ding jetzt einfach mal so. Und hier sind wir ja stehen geblieben. Im letzten Mal, ich weiß gar nicht. Ah, hier hatte ich Handel gemacht, ne? Ein bisschen Handelreibach. Auch Handelreibach. Das ist die Frage, wie soll es weitergehen? Könnt ihr hier noch ein bisschen Gold vertickern? Andererseits haben wir hier noch die Möglichkeit. Warte mal. Da ist ja auch noch schöne Sachen da, ne? Eisen bräuchte ich und ein bisschen Chrysonit. Aber das, wie es aussieht, kriege ich das doch nur leider im Weltenraum. Habe ich überhaupt noch einen Slot frei? Ja. Weißt du was? Da gehe ich jetzt hin, einfach hin und lutsche mal hier so ein Bällchen weg. Und das Chrysonit hole ich mir dann oben noch für den Photonics-Kern. Auf der Weltraumstation. Ich brauche das. Meine Lieben. Obwohl, ich könnte mir hier gucken. Was? Lebenserhaltung nur bei 75%. 75. Und hier gibt es aber sonst auch keine andere. Was ist das? Das ist auch kein normales Mineral, oder? Das ist doch kein Knolltonium. Was ist das? Ist doch Knolltonium, oder? Ja, schade. Da habe ich mich so gefreut, aber weißt du was? Alle Beweise wurden vernichtet. Alles weggelutscht. Und hier ist auch noch ein bisschen Knolltonium. Und da drüben ist noch ein Ei. Ist wahrscheinlich noch Emeril. Ach, weißt du was, ich mache jetzt hier einfach auf dem Planet weiter. Ich gehe noch nicht ins All. Ich werde mir hier erstmal alles eindecken. Dann werde ich mir hier halt immer wieder gelegentlich mal Zink oder irgendwas holen. Und für ein bisschen Aufmerksamkeit sorgen. Ah, 5,3 Grad, das ist schon ziemlich übel. So, hier. Machen wir hier mal ein bisschen Titan rein. Genau, Titan brauche ich. Das kann ich immer wieder reinfüllen. Ist ja auch die beste Legierung ever, Titan. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir noch zwei Slötchens. Und leider muss ich den hier jetzt auch wieder rausmachen, weil ich weiß gar nicht mehr, wofür ich den überhaupt gebraucht habe. Omegon, ja. Das ist auch irgendwie für einen Anus. Und da Wirbelwürfel, damit kann ich auch nichts anfangen, weil ich es noch nicht bauen kann. Ja, also gut, haben wir erstmal den Knödel hier wieder raus. So, den lasse ich auch mal drin. Oder haue ich den auch wieder raus? Ach, ich haue ihn einfach raus. Ich hätte es verkaufen können. Ach, scheiße. Egal. Fail Bob for life. Das ist jetzt die Strafe. Ich werde mich selbst bestrafen, indem ich das jetzt rausnehme. So, und da oben. Oh Mann. Das ist ja wieder ein Werk. So, aber ich will diesen Emeril-Knödel. Ich will ihn. Und ich werde hier auch gleich mal die Lebenserhaltungsknolle wieder ein bisschen nachfüllen. Guck mal, wie das wackelt. Echt nicht mehr feierlich hier. Nochmal Emeril. Schöne Emeril-Kartoffel. Schönste, feinste Ware. Ja. So. Immer schön lutschen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, gib es mir. Gib mir Emeril. Und da ist auch nur so ein Eisenknödel. So. So, wie schön sich das lutschen lässt. Alles vom Feinsten. So. Und hier machen wir hier auch gleich weiter. Hier immer schön rauf und runter. Rauf und runter. Ratz. Alles gleich hier weggelutscht. Weil es mir sein muss. Ich brauche die Kohle. Immer her, das Zeug da. So. So, und hier gleich noch den Rest hier. Auch noch ein bisschen rauf, runter, quer, durch. Überall einfach. Wo es halt Spaß macht.
So, und jetzt kann man hier wieder anständig Gas geben. Ja. Oh, jetzt haben wir schon fast den Kern durch. Jawohl, jetzt haben wir den Kern durchgestoßen. Jetzt haben wir das Ding entkernt auf die klassische Art und Weise. Richtig pervers. So, was machen die Schilde? Okay, Schild ist wieder weg. Ich fülle Titan nach. Und dann können wir hier wieder weiter produzieren. So, und hier Emeril vom Feinsten. Aber wirklich vom Feinsten, ja. Das ist ja auch was wert. Es ist ja auch was wert. Vielleicht soll ich hier wirklich noch bleiben, sag ich mal so, bis ich noch so 10, 20 Millionen damit gemacht habe. Der Mond ist ja technisch gesehen groß genug dafür, um so einen Reibach zu bewerkstelligen. Das ist eine richtige schöne Gewinnknolle, ey. So. Oh. Ich weiß nie. Ich mach nix. Mach nix. Ach, falls einer raus. Genau, einer raus. Was? Lol. Er war aber gleich da. So ein Sack. So, wieder eine Neutrino-Knolle, die Welt nicht braucht. So. Jetzt kommen aber auch schon keine neuen mehr. Und ich habe das Titan wieder nachgeladen, quasi. Gut, Sturm löst sich wieder auf. So, was ist das denn für ein Ding? Habe ich auch schon geknipst. Gut. So, und jetzt gehe ich hin, mache hinten das Multitool mache ich jetzt hier wieder voll den Bergbauer. Mache ich hier voll den Bergbauer. Genau, Bergbau. Bergbau. In Farbe. So, und dann machen wir hier auch noch voll. Super, da freut er sich aber. Ich habe keinen Blitzwerfer bestellt. So, und hier ist auch noch ein bisschen drin. Oder? Ja, ein bisschen was hat er noch ausgerückt. Gut, also Boden hier, das ist komischerweise, ne? Hier ist auch immer noch so ein paar Restschichten. Aber da rückt er nicht mal allzu viel raus. Meistens gar nichts. Was ich ein bisschen schade finde. Aber, na gut. Muss halt trotzdem gehen. So. Jetzt könnte man schon die nächste Knolle suchen gehen. Das ist nur die Ui. Habe ich den auch schon? Ja, habe ich auch schon geknipst. Gut. Ah, das ist wieder eine Drohne. Eine Paparazzi. Ach, weißt du was? Die schmelzt jetzt einfach weg, wann mir danach ist. Und wie schnell das geht. Und wie schnell. Ja, und? Denkst du, du kratzt mich? Guck mal, die kam nicht mal zum Ballern. Die kam nicht mal zum Ballern. Diese Grützendrohne da. So. Was ist das für einer? Das ist auch was Neues. Phenakobiid. Das Ding sieht für mich aus wie so ein pickliger Oktaeder oder so. Obwohl eher Narben. Narben-Oktaeder. Na gut. Dann ist das Ding wieder leer. Haben halt nochmal Titan rein. So. Unten ist noch ein Titanpflänzchen. Ein Titanpflänzlein. Habe ich das eigentlich schon geknipst? Noch nicht. Sieht auch schön aus. Fotsomoe Sigerberis. Okay. Oder spricht sich das Fokomoe? Na, ist egal. Ist nicht so wichtig. Ja. Ein Schelm ist, wer was anderes denkt. So, was haben wir hier? Das müsste... Das für eine Knolle? Achso, Zink. Jawohl. Immer schön her damit. Kann hier auch einen schönen Reibach basteln. Und da oben ist wieder ein schöner Kupferball. Den möchte ich mir am liebsten auch gleich holen. So. Und hier noch... Ja, das ist immer noch die Nummer 16. Die Waffe 16 da mit irgendeiner anderen Bezeichnung noch vorne dran. So, jetzt verkaufen wir mal. Jetzt haben wir hier noch das Gold. Oh, das könnte ich ja mal drin lassen, oder? Oder soll ich es raushauen? Ja, ich weiß auch nicht. Kupfer, Emeril. Boah, guckt euch das an. So ein bisschen, ne? Und hier das auch raus. Haben wir alles gleich mal raus. Haben wir sonst noch irgendwelchen Mist?
Jetzt müssen wir gucken. Was ist denn da aus Plutonium? Ja, da haben wir auch wieder viel zu viel. Tamium haben wir. Was? Da haben wir auch Tamium dabei. Aha. Aha. Wusste ich auch noch nicht. Gut, das Gold lasse ich mal drin. Das Gold lasse ich mal drin. Iridium, ja, Alu halt. Aber das andere Alu, das werde ich mal hier ins Schiff transferieren. Und das Gold haue ich auch noch ins Schiff mit rein. Man braucht noch mehr Platz. Man braucht unbedingt mehr Platz. Und wo war noch das andere Tamium? Genau, hier rein damit. So. Und jetzt geht's weiter. Warte mal. Er hat bestimmt noch ein Wort für mich. Wächterjäger Jell. Genau, das war der vom letzten Mal. Über Ritux Mykin, Verbündeter. Ja, ein neues Wort bitte. Der Krieger ist einverstanden zu helfen. Du hast das Mykin-Wort für Aggression gelernt, okay? Und dann aggressiv verhandelt. Okay, jetzt ist dieses Bällchen wieder da. Aber wenn ich jetzt natürlich dorthin gehe, ist es weg. Dann ist es natürlich weg. Aber hier oben dieser Kupferknödel, der könnte durchaus interessant sein. Gut, ich versuche mal, ob ich da hochkraxeln kann. Ich denke, es wird mir auch gelingen. So, jetzt habe ich das tatsächlich geschafft. Jolariti. So, und hier oben, oh, guckt euch die Aussicht an. Das sind hier die Wüstenebenen von Wüstigkeit. Genau, von Wüstigkeit mit Gift und Galle inklusive. Eieiei. Und natürlich auch strahlend. Schöne, strahlende Knödel. So. Jetzt können wir hier noch ein bisschen abbauen. Guckt euch das an, wie schön das Kupfer hier zu meinen Füßen runterpurzelt und eingelutscht wird. Das ist ein Traum hier. Was ist schon wieder ein Sturm? Oh Mann. Das ist echt ein Knödel hier. Total unfreundlich. Aber wenigstens ist er reich an schönen Ressourcen. So. Okay. Ja, das geht doch recht schnell hier. Da ist... Ich weiß nicht, anscheinend kommt es irgendwie auch auf die Dichte an oder auch auf die Größe von so einem Knödel so ein bisschen. Wie schnell das weggelutscht. Hoppala. Dieser... Das hat er gezuckt. Hat gezuckt. Kommt das irgendwie auch auf die Art vom Material wahrscheinlich an. Wie schnell das wegzulutschen geht. Aber das geht richtig gut. Das geht richtig gut hier. So, hier noch die Striche. Und den noch. So, und das Büppelchen auch noch, ja. Super. Super. Okay, das ist irgendeine Knolle. Nicht näher definierbar. Und da drüben wäre auch noch eine Kupferknolle. Und sonst nichts anderes weit und breit. Ach, da drüben wäre wieder eine Emeril. Weiß nicht, soll ich da nochmal hingehen? Ja, das ist schon ein bisschen gefährlich jetzt, ne? Na gut, ich lade mal das Ding wieder nach. Kostet ja eigentlich auch nicht die Welt. Weißt du was, ich fliege da hin. Das ist mir jetzt so... zu gefährlich so. Das ist mir sonst zu gefährlich. Hier kann man ja auch wieder Titan nachladen. Hier, Feuer. So, Granate, Granate. Und hier ist die andere Drohne. Buff. So, einmal. Wieder Neutrino-Knolle. Hallo. Hallo. So. Rein da jetzt. Jetzt gehen wir einfach hier hin und fliegen die ganzen Emeril-Knödel ab. Einfach alle, wo ich finde. Alle. Alle werden sie gelutscht. Ganz gnadenlos. Wer so viel Platz hat, der kann auch entsprechend noch ein bisschen buckeln. So. Ich glaube, hier war sie, ne? Ich glaube, hier war sie. Oder auch nicht. Wo waren die jetzt? Wo war jetzt? Nee, ne? Nee.
Ist das ein Scherz? Ist das ein Scherz? Das ist ein Scherz. Jetzt hat er das Ding. Ich bin mir selber auf den Leim gegangen. Das darf nicht wahr sein. Das darf ja nicht wahr sein. Gut, fliegen wir halt nochmal eine Runde weiter. So, und hier haben wir wieder, guck, und da vorne wäre aber wieder, oh, und da ist auch, und sogar zwei Knödel. Oh, schöne Knödel. Da vorne ist eine Upgrade-Knolle. Eine Upgrade-Knolle, ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Gut, ich werde mich hier dieses Emerils bemächtigen. So, immer schön reinbohren. Scheibe für Scheibe dieses Mal. Das ist geil. So mache ich das jetzt in Zukunft. Oh, wie schön sich das durchfrisst. Das ist doch Hammer hier. Guckt euch das an. Ich werde gleich den Strahler schon wieder aufladen müssen. Das ist gut. Das gefällt. So. Oh, wie schön der weggeraspelt wird. Auch wenn es physikalisch so nicht korrekt ist, ne? Aber, naja. Man kann nicht alles haben. Auch wenn es hier. Die Havoc Engine ist auch, glaube ich, auch Bestandteil von diesem Game, oder? Glaube schon. Da haben sie das wohl leider nicht mit eingerechnet. Oder vielleicht ging es auch gar nicht. Oder sie waren schlicht und einfach etwas, sagen wir mal, zu bequem, um das zu machen. Aber mir ist es eigentlich wurscht. Es ist nur eine Feststellung, rein wissenschaftlich. Tatsächlich, ich habe den wieder leer gehen duckel, ey. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich, meine Lieben. So, und jetzt mache ich hier noch den Kohlenstoff. Super. Kohlenstoff kann ich ja jederzeit wiederholen. Das hole ich mal einfach bei der nächsten Station dann wieder rein. So. Was? Wieso hat er den jetzt nie genommen? Ich wollte das holen. Also, wieso denn nicht gleich? Mann. Das sind schon wieder zwei Züppels quasi. Du mir nicht gönnen wolltest. So. Ich hätte hier auf dem Mond auch mal ein bisschen warten können. Dass vielleicht mal ein anderes Schiff vorbeikommt. So, jetzt kratze ich hier quasi wieder die Ränder raus. So, ein bisschen was hat er noch. So, aber viel ist nicht mehr da. So. Gleich haben wir es. So, immer schön sauber kratzen nach Möglichkeit. Na gut, ich gebe zu, ich mache wirklich nicht immer das alles so hundertprozentig sauber. Aber, ja, besser ist das. Vielleicht, oh, da ist die nächste Knolle. Da ist das nächste Emeril. Das nächste Emeril. Achso, und da drüben ist wieder das, was hier wieder weg. Knödel. Oi. Oi. Ist das. Was ist denn das? Heridium? Ist das Heridium? Ist das ein anderes? Heridium. Oh, da komme ich auch gleich zu dir. Werde ich dich auch gleich nuckeln. So, warte mal, ich mache mal schnell das Schild wieder voll. So. Titan. So. Er ist schön dick. Da kann man ruhig mal richtig links und rechts ein bisschen reinraspeln. So, hier.
Oh Mann, Baby. Das ist geil. So, hier. Ui, du sollst nicht ruckeln. Ich mag es nicht, wenn du ruckelst. Das geht nicht. Das ist scheiße. Oh Mann, jetzt hat er den Zipfel da dran gelassen. Dieses kleine Eckchen, ey. Jetzt muss ich da extra nochmal mit dem Strahl hinschwenken, damit er so weggeht. Und auch wieder so eine Ecke. Das ist immer, ich weiß auch nicht, warum das so berechnet wird. Lol. Lol, da hat er jetzt aber ganz schön lang gebraucht, bis das wegging. Immer dieses Emeril, das wird mich reich machen. Und das wird dafür sorgen, dass ich hier noch anständig Reibach machen werde. Das wird geil. So. Das tröstet mich ein bisschen über die Tatsache, dass immer hier ab und zu mal so ein paar Kanten übrig bleiben. So. Oh Mann, jetzt habe ich hier den ganzen Boden aushöhlen. Und schon kommt der nächste Sturm. Das ist doch nicht mehr feierlich. So, jetzt gucken wir mal hier. Oh Mann, guckt euch das an. Guckt euch das hier mal an. Ich fräse da rein wie sonst was. Und der Strahler ist schon wieder leer. Er ist gerade mal bei 1% jetzt. Ich habe das jetzt zufällig gesehen. Jetzt darf ich hier echt volle Power machen, ey. Das ist irre. Das ist echt irre. Oh, jetzt ist er heiß gelaufen. Ja, bald habe ich die besten Upgrades noch. Wenn ich dieses Omegon, oder wie das heißt, Omegon, genau, Omegon. Wenn ich das Omegon noch basteln kann. Vielleicht kann ich es auch irgendwo mal kaufen. Aber wer weiß, wie lange das noch dauern wird, bis ich entweder den Bauplan dafür finde oder es irgendwo kaufen kann. Das kann noch eine ganze Zeit lang dauern. Deswegen, ich werde auf jeden Fall jedes System nach Möglichkeit anfliegen. Nach Möglichkeiten, da will ich halt mal gucken, wie es da aussieht. Railschussadapter, ach, das ist doch Quatsch. So. Wo war denn jetzt mein Schiff? Wo ist mein Flieger? Da ist er. So, und jetzt macht der Ball hier wieder Verschwindibus. Und weg ist er. Das ist der rechte Cheat. So. Mal gucken, jetzt fliegen wir halt mal weiter. Iridium brauche ich im Moment nicht. Ich tanke jetzt nur Emeril. Ich mache jetzt das richtig voll. Ich muss mir auch noch eine Station suchen, wo ich hin kann. Muss ich mir auch noch eine schöne Station suchen. Noch eine weitere. Da ist schon der nächste Emeril-Knödel. Hm, ich weiß nicht, soll ich da hin? Ach, geh mal einfach hin. So. Und der nächste Emeril. Batzen. Und der scheint auch ein bisschen größer zu sein. Jetzt darf ich da hier erstmal so einen Schrägschnitt machen. Das ist ja schlimmer wie eine Chirurgie. Guckt euch das mal an hier. Das sind erstmal die obersten Hautlappen abgetragen werden. Das ist ja ekelig. So, hier. Erstmal hier. Schön. Schräg hinein. So. Ui, 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 ui. Bin echt die reinste Erzfräse. Aber es geht halt nicht ohne Kohle. Es geht nicht gänzlich ohne Kohle. Du brauchst es wirklich. So, jetzt fräse ich mich hier auch durch und mache den schönen Trennungsschnitt quasi. So, das ist die einzige Lebensader, die das Ding noch mit dem zusammengehalten hat. Und jetzt habe ich das auch durchgetrennt. So.
Gucken, wie schön viel da rauskommt. Da kommt einiges rum. Aber wirklich einiges. Oh, Scheiße. Gut, das Ding ist wieder aufgeladen, ey. Das Ding ist jetzt gerade auch böse im Keller, ne? Zum Glück habe ich das noch rechtzeitig gesehen. Sonst wäre ich jetzt gleich kaputt gegangen. Na gut, der Computer sagt ja meistens auch Bescheid, wenn irgendwas ist. Schön, dass es sich auflöst. Sehr schön. Kann man gut gebrauchen. So, hier, jetzt gehen wir ein bisschen in den Boden rein. Aber da wird wahrscheinlich auch nicht mal allzu viel drin sein. Dann kümmere ich mich um den Rest von dem Knödel. So, hier, immer schön rein. Immer schön rein. Oh Mann, wieso ruckelt das? Soll nicht so ruckeln, was soll denn der Scheiß? Immer wieder mal so ein Aussetzer drin. Das darf nicht sein. Das war bis jetzt auch das einzige Spiel, wo ich das so extrem gehabt habe. Vorher hatte ich sowas nie. So. Das bisschen noch. Und das ist der Rest. Müsste jetzt wieder so ziemlich alles gewesen sein. Gut, den nehme ich natürlich auch mit. Achso, das Eisen. Nee, Eisen brauche ich nicht. Und Kohlenstoff. Jawohl. Schöner Kohlenstoff. Dankeschön. Gut, nächste Knolle. So, wie viel Emeril haben wir denn im Moment? Jetzt haben wir hier einen, zwei, drei, vier und fünf. Also einen Klumpen kann ich auf jeden Fall noch machen. Muss man halt noch einen suchen gehen. Gehe ich mal am besten auch mal einen suchen. Haben hier halt mal ein bisschen noch die Aufklärernummer. Da findet sich bestimmt noch so ein gelbes Knödelchen. Ah, hier war das Teil. Hier war das Teil. So, lass mich runter. Jetzt wird erstmal abgegradet. Gibt es wieder einen Slot mehr. Dann kann ich schon vier Dinge aufnehmen. Oh, was wieder so geil. So, hopp, lass mich hin, lass mich hin. Oh. Das ist auch wieder ein Kupferknödel. Der ist total in den Boden reingerammt. Warum? So, 42 Plätze. Das heißt, es gäbe dann noch 6 Plätze. Das wäre dann entweder hier eine Reihe. Ich würde mal sagen, ja. Ich will mal, ist das nicht verkehrt. Der nächste kostet dann schon 300.000. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor. So. Aber Kohle, wie sieht es da im Moment aus? 932.000. Und wenn ich dort dann wieder mit Emeril antanze, ne? Ich denke, ich werde vielleicht nochmal so 500, 600.000 machen. Das reicht dann auch wieder für zwei Slots auf jeden Fall. Dann könnte ich mir noch vier weitere kaufen, denke ich mal. Das sollte auf jeden Fall reichen. So, die Düse ist wieder leer. Also füllt man sie wieder nach. Hier ein bisschen Knolltonium. Hier auch noch ein bisschen Knolltonium. Und hier auch noch ein bisschen. Zum Glück gibt es hier auf dieser Kugel mehr als genug davon. Bin ich sehr froh. Bin ich wirklich sehr froh. Ich brauche aber weiteres Emerillen. Hier ist nur Kupfer. Hier ist nur Kupfer am Rödeln. Das nützt mir nichts. Kupfer ist ja nichts wert. Kupfer ist ja fast nichts wert. Das ist ja... Du kannst ein paar Pfennige dafür kriegen, ja. Aber... Nö. Ich brauche schon richtige Ware. Okay, da ist auch wieder ein Emeril-Knödel. Mitten von ihnen einer rosanen Brapsbrühe.